Ja, meine Freunde, hier willkommen bei Brudi TV. Denn er bleibt Brudi, ein Leben wie im Movie. Der Killer mit der Uzi, stoppe Kohle in der Blue Jeans. Denn er bleibt Brudi. Guten Tag. Also danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke, ich fühle mich voll geehrt. Mach mal einen Applaus da hinten. Ja. Ja. Ich habe eigentlich nur das Essen geliefert und dann hat er mich reingelassen. Ja, also vielen Dank. Erste Folge, zweite Folge, dritte Folge. Erste Folge, ne? No. Erste Folge wir. So wie wir gesagt haben, ja, erste Folge. Ja, du bist korrekt. Hey, Cashmo. Ja. Du bist anders als die anderen. Ich bin Brudi. Ja, du bist Allmann. Ich bin Allmann. Ich halte halt mein Wort. Ja, du hältst mein Wort, wollte ich sagen. Du hältst dein Wort. Wenn ich was sage, dann halte ich dein Wort. Ja, genau, das finden wir sehr, sehr gut. Also, aber, meine Damen und Herren, Brudi TV. Jeden Samstag 20.15 Uhr auf RTL. Brudi TV einschalten. Meine Freunde, zur besten Sendezeit ist ganz klar. Da haben die zwei Jungs es noch nicht hingeschafft. Die finden meistens immer noch Mitternacht nach den sexy Sportclips statt. Auf DSF. Auf DSF. Das heißt jetzt Sport 1. Sport 1, warum kennst du dich denn? Ja, warum weißt du das? Nächtliche Aktivitäten. Jetzt weiß ich auch immer, warum du so spät aufstehst. Genau. Ich schläfte so bis 17 Uhr. Ey, ich war heute bis 6 Uhr morgens wach, ne? Weil die haben letzte Nacht eine neue Staffel rausgebracht. Die wurde schon seit mehreren Wochen, wurde die schon groß angekündigt. Ja, genau, musste der wieder alles durchkommen. Aber weißt du, was interessant ist, ne? Das ist so mein erstes Format in meiner ganzen Reihe, wo ich Gast bin. Ja, das siehst du mal. Das gab's noch nie. Ja, krass, ne? Ja. Keine Interviews, gar nichts. Ich bin das erste Mal, du bist ja... Ja, da sieht man ja auch, zum ersten Mal gibt es auch mal was zu trinken am Tisch. Ja. Das ist ja in einem eigenen Format, hat man es dann natürlich noch nicht zu diesem Reichtum gebracht, dass man da Markenprodukte an Getränken auf den Tisch stellen kann. Ne? Wie viel kostet eine Red Bull-Dose? So wie wir jetzt den Cashmore kennengelernt haben, ist ja alles Übergrüße bei ihm. Ja, es reicht außer ja, eine bestimmte Sache. Es reicht ja kein normales Studio. Ich habe halt alles am Intimbereich angepasst. Ne? Da muss es man ja reicht ja kein normales Studio, es müssen ja 7 Tonstudios sein, obwohl er ist nur ein Rapper. Dann gibt es hier 800 Tätowierer, es gibt hier 900 Villen. Deswegen hat er auch wahrscheinlich 2 Paletten Red Bull, 90 Cent, 1 Euro das Stück. Ich gebe dann immer noch 1 Euro Trinkgeld für Drosten dabei, um dann natürlich auch mein Status, um meinen Status dem Kioskbesitzer klar zu machen. Deswegen habe ich natürlich auch, da wird der Ring schon mal das eine oder andere Mal geküsst, wenn ich dann aus dem Laden rauskomme. Der Papst, ne? Naja, aber wir müssen natürlich auch eine Sache klären. Ja. Ihr hattet ja bei mir gesagt, ihr nennt euch ja auch die Deutschen. Ja. Und ich kam mir da ein bisschen zu spät. Ja, ein bisschen. Also wenn ich jetzt mal aufs Tacho gucke, Handy darf ich auch benutzen, ist ja bei den Deutschen ja auch immer erlaubt. Vor allen Dingen Anrufe. Ja, klar. Wie man ja letzten Folge sieht. Oh, jetzt nimmt er das komplett auseinander. Also, wir reden hier, ungelogen von 11 Stunden. Ja, warte mal. Verspätet. Aber das bin ja nicht ich, das ist er. Ja. Er hat telefoniert. Schön, dass du mir kurz den Rücken gepackt hast. Ja. Ich würde das vollständig erklären. Also, weil ich ja ein Deutscher bin, habe ich gestern von 11 Uhr bis 5 Uhr morgens erstmal meine Steuererklärung gemacht, die ich heute abgeben musste, Deadline. Und weil ich ja so pünktlich bin, hätte ich das vor 2 Wochen schon machen müssen. Deswegen war es sehr stressig und dann ist da was ganz Privates, Schlimmes passiert im Hintergrund. Das klingt aber sehr ominös, wenn man seine Steuererklärung noch in der Nacht fertig machen muss. Aber der hat doch AIDS. Wenn das der Herr Bauer hört, ne, dann ist was los. Ne? Also Stefan, an dieser Stelle tut mir leid. Ja. Der hat mir den Kopf aber du siehst halt gut aus. Du siehst aus wie so ein Baseballer. Echt? Der so ein deutscher wie ein Baseballer. Wie ein Baseballer wollte ich eigentlich sagen. Nee, ich bin Baseballer, wegen der Baseball-Cap, you know, dog. Nein, also die Wahrheit ist, das haben die Jungs mir natürlich hinter den Kulissen verraten, das wollten die eigentlich nicht öffentlich machen, aber damit man auch verstehen kann, 11 Stunden zu spät, da alleine 9 Stunden das Trocknen der Haare von Nisa gedauert hat, da er sich nach mehreren Wochen dazu entschieden hat, doch nochmal die Haare zu waschen morgens. Das war dann aber dann doch ein viel längerer Prozess. Ey, eben als ich hier rausgestiegen bin, hat sich so eine Taube auf meinen Kopf gesetzt. Ja. Wie lange brauchst du eigentlich wirklich? Ich mach doch gar nichts, ich dusche und geh so raus. Hast du auch mal deine Haare geglättet eigentlich? Nein, ich wollte das machen, weil ich will aussehen wie John Wick. Das würden wir echt mal gerne sehen. Wir müssten eigentlich so eine Wette machen oder irgendein Spiel. Aber du siehst nicht aus wie John Wick, sondern Bujema aus so einem tunesischen Bazar. Ja, mit so glatten Haaren, Alter. So glatten Mittelchen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das wirkt. Das kann auf manche Menschen sehr verstörend wirken. Ja, ich würde ja schon so verstören. Welche Filmrolle würdest du ihm geben, wenn du jetzt Produzent wärst? Wolverine. Boah, welche Filmrolle würde ich dir geben? Boah, die Fliege, glaube ich. Ne? Oder? Da waren wir doch schon mal irgendwie, ne? Die Fliege, ne? Das ist ein geiler Film, den kennst du aber nicht, ne? Ja klar, weil ich bin ja auch nicht 45 wie ihr. Ja genau, Mr. Too Fast, Too Furious. Fliege ist ein geiler Film, die Fliege. Ob Too Fast, Too Furious eine Beleidigung jetzt wäre. Ist eine Beleidigung. Nein. Oh. Feierst du einen Teil? Der guckt doch keine Filme, der ist doch so ein Star. Ich guck weniger Filme, also in der Regel finde ich auch, dass Filme... ich finde einfach, dass per se was
Ja, deswegen habe ich halt da, ne? Also in der Regel ist das ja im Fernsehen, egal was man da einschaltet, hat das ja dann per se was mit Hitler zu tun. Und so einen schwarzen Gospel-Sänger. Deswegen habe ich. Das ist Deck 2, hat ja auch was mit Hitler zu tun. Deck 2. Ja, deswegen habe ich da, noch nicht so viel Liebe für, wie die zwei Jungs hier. Ey, das ist echt geil. Boah, Junge, du klingst wie so eine Sirene. So Feueralarm. Man könnte denn lachen. Das ist eigentlich eine Marktlücke. So Feueralarm mit Cheyennes Rache. Das würde ich sehr gut finden. Wie sieht denn das hier aus? Hast du gesagt, du hast ganz viele Sachen schon vorgedreht für auf der Straße. Ja. Ja, da wohnt er ja auch. Und wie sieht das aus? Es sieht aus. Beginnt die neue Staffel. Ja. Die neue Staffel beginnt. Ich muss davon wegkommen. Das kennst du selber als Künstler. Man will ungern was abgeben. Ja. Man will komplett alleine für sich bleiben. Ja. Kenn ich als Selfie-Cam, Mikro in der Hand. Genau, alles selber machen, auch selber schneiden. Du willst selber dabei sein. Aber jetzt durch das Privatleben, sage ich mal, und was man auch so zu tun hat, wegen Podcast und alles Mögliche. Aber warum hast du dann ein Format mit Nisa gemacht? Weil da wusstest du doch, dass das eigentlich in die Hose geht. Ja, das war ja aus Verzweiflung. Ja. Er hat ja vor 3 Jahren schon gesagt, lass mal einen Podcast machen. Ich sage, spinnst du, das kommt in Deutschland gar nicht an. Wir sind noch voll weit entfernt. Dann habt ihr die Jungs von Chips und Kaviar gesehen, haben gesagt, hey doch, wir haben die Türe aufgemacht in das Game. Cabus Calante als Vorreiter der Podcast-Szene, dicht gefolgt von Falk Schacht und Wasabi. Genau. Ne? Ich weiß bis heute nicht, wer diese Leute sind. Ne? Ja. Doch, Falk kennst du doch. Ja, das ist der von diesem Bier-Werbung, ne? Ja, aber Wasabi könnte es auf jeden Fall schon fast zum Jugendwort 2020 schaffen. Aber es gibt einen geilen Film, da ist Wasabi mit Jean Reno. Echt, Wasabi? Ja, da ist Wasabi. Was gibt's denn? Kennt den einer von euch? Mit Jean Reno? Doch, du kennst den. Timey kennt den. Siehst du? Echt? Ja. Ist das ein italienischer Film? Nein. Fahren die dann in Venedig mit dem Boot dann? Ach, ist Timey Italiener? Ja klar, der ist... Ja, genau, französischer Film. Spielt aber in Japan, aber ein französischer Film. Das ist unser Giuseppe hier, ne? Ja, echt. Ja? Bringt auch so Pasta und so mit. Ja, nee, kann er kochen? Der bringt keine Pasta mit, kannst der bringt immer nur Mädels ja, mit. Ne? Ja, kannst du kochen oder nicht? Alter, kochen, der ist Singens. Also wir haben alle schon darüber nachgedacht, uns von unseren Perlen zu trennen. Also aber diese Aura hat der, das habe ich auch gedacht, wo ich hier reingegangen bin. Ja, der macht. Hier, zeig dich doch mal kurz. Komm, zeig einmal hier reingucken in die Kamera bei Brudi TV, weil du wirst ja hier auch bald zu sehen sein. Da unten noch einmal Nahaufnahme, damit ihr auch sehen. Ja, ein bisschen tiefer noch was? Ja, nein, wirklich noch. Jetzt nicht mehr Kuss. ey, ich schwöre, das ist der suspekteste Ort, den es gibt. Das ist so wie bei Dragon Ball, die andere Dimension. Ja. Hier ist Cashmo, dann ist ein Tätowierer, dann ist ein italienischer Koch, dann ist ein Typ mit seinem eigenen Urinbeutel. Ey, was ist hier los? Und nachher kommt so ein einarmiger Zwerg hier rein. So. Ey, halt doch den Beutel mal. Hast du den Affen gesehen, der auf dem Dreilauf ist? Also ein Affen auf Dreilauf. Da ist ein Typ mitten hier. Ey, richtiger Cabron, Alter. Weißt du, wie der aussieht? Wie ein Mexikaner. Nein, wie Blood In, Blood Out, der im Knast ist. Ja, der mit dem Dings. Yeah, ja, ich weiß, wie der heißt. Aber der mit dem, ja. Von Blood In, Blood Out. Von hier, da ist der mit dem Urinbeutel, der kennt sich doch gut aus. Magic, genau. Er sieht aus wie Magic, so? Aber auch Hernandez natürlich, Rodriguez. Ja. Ja. Haben wir ja auch Carlos. Schon festgestellt. Er sieht ja aus wie ein richtiger Mexikaner. Ich sehe so aus wie der bei Blood In, Blood Out zum Casting gegangen ist, aber nicht genommen wurde. Ja. Weil die gesagt haben, wir wollen Leute zeigen mit Klasse. Haben sie dich aber auf jeden Fall für eine andere Gruppierung im östlichen Bereich genommen. Da hast du das Casting bestanden. Oder fängt mit I an und hört mit S auf. Da wurde sie genommen. Es ist wahr geworden, ihr seid 4 Plätze gestiegen, ne? In den Spotify... Comedy-Charts. In 4 oder noch mehr? Also in den allgemeinen Charts haben wir die auch überholt. Doch, klar. Ja? Ja, ich kontrolliere das. Schön, dass du unserem Projekt glaubst. Die sind schon Erfolg. Die sind nicht... Die haben einen guten Push eigentlich, aber egal. Ja. Egal, Qualität setzt sich auf... Wir hatten ja Cashmo in der Folge, das kann ja nur dann... Da wollte ich fragen, wie ist das jetzt so mit diesem neu gewonnenen Fame und Hype? So auf der Straße wird man da jetzt so voll oft erkannt. Der George Clooney. Hä? Wird man da so oft erkannt? Und ja, klar. Wie reagieren die Leute da so? Also, ich muss sagen, Props an meinen Dad, ja, an meinen Papa. Er hat die Folge gesehen mit dir. Und er hat seine Lieblingsfolgen. Er guckt ja jede Folge nochmal. Und er hat wirklich gesagt, kannst du ihn auch selber mal fragen, wenn du ihn mal kennenlernst, Cashmore war die beste Folge, die jemals im Podcast mit Gast war. Ja, die Folge ist brutal. Das hat er gesagt und er hat sich die Folge 2-mal angeguckt. Mir haben auch voll viele geschrieben. Oh, Freunde, und dann habe ich gesagt, warum guckst du dir das an? Freunde, viele, die ihn nicht kannten, haben mir geschrieben, ey, ich kannte diesen Cashmore, aber der ist King. Ich zieh mir jetzt und mein Vater hat auch gesagt, der Cashmore, der hat so eine interessante Art zu reden. Ja. Wie er die Gespräche aufbaut,
Van der Kurs, klasse, der ist auf jeden Fall ein Fan von dir. Ja, das ist halt hier normal, hier in Rheinland-Pfalz, hier in Aachen. Da haben wir diese, da haben wir diesen Slang halt. Ne? Hier auch Holland zocken. Ne? Ja, so ist das. Ey, was ich aber fragen wollte, ich jetzt persönlich, wie ist der Name Cashmo entstanden? Darüber haben wir gar nicht geredet. Das interessiert mich. Ach ja, 15 Jahre, ersten Text geschrieben. Da waren wir natürlich ein Fan von der Gruppierung Cash Money Brothers, angeführt von Nino Brown. Da fühlte ich mich natürlich, ich habe da diese Verbindung gespürt. Ne? Also, ich weiß nicht, was die Cash Money Brothers, war das? Jack City. Ach, die meinst du? Ich dachte, du meinst die Cash Money Brothers City, mit Lil Wayne. Wo Ice-T ungefähr dieselbe Frisur hat wie du. Ja, nee, aber da, ja, genau. Chris der, Rock, der hat so komischen Ice-T, Wesley Snipes, Killer Soundtrack auch. Das waren halt die Cash Money Brothers. Dann habe ich gesagt, so, machen wir mal Cash Money draus. Es gibt auch noch Rap. Steht einfach für Cash. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich heute mir einen Rap-Namen ausgesucht habe, nie im Leben würde ich mich Cash Money nennen. Das ist für mich eigentlich der mega behinderte Name. Aber alle Leute sagen, so ist Killer. Das hat weil man gewöhnt hat. Ja, Cashmo. Aber was ist halt Cashmo? Das ist genauso wie Lil O oder hier. Ja, genau, diese komischen ja. Namen. Wie würdest du jetzt nennen? Wie würde ich mich jetzt nennen? Der Brudi. Der Brudi. Brudi MC. Der Brudi. Ey, kennst du noch Bruder Sven? Ich habe mich einfach der Brudi genannt. Bruder Sven? Ja, kennst du den? Sag mir was. Bruder Sven. Der war bei 3P. Der hat so schnell gerappt immer. Bruder ja. Sven. Aber der arbeitet wahrscheinlich auch. Da gab es einen jetzt viel geileren. Da gab es einen, der Thomas hat... Auf so diesen ossischen Slang, diesen Ossi-Slang gerappt. Wer weiß nicht, Thomas H.? Nein. Migus P., Thomas H. Das ist Rödlein-Martrein-Projekt. Ja, Rödlein-Martrein, ja. Der rappt einer so im Ossi-Slang. Nein. Kennst du das nicht? Die haben hessisch gerappt. Alter, ich werde euch das jetzt zeigen, meine Freunde. Ja. Wenn ihr das jetzt seht, werdet ihr auf jeden Fall zusammenbrechen. So, da muss man mal Props geben. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich überhaupt diesen Slang gehört habe im Deutschrap. Warte, wie hieß er denn? Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Ja, das ist ne? Rödlein. Auch erstens mal hier Gruß an Moses P., der auch King immer fleißig auf meiner Seite immer schön seinen Daumen da lässt. Es ist mir eine Ehre. Ja. Jetzt hier, wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt, aber erstmal ist es natürlich die Werbung und danach kommt das Projekt. So, ich zeige euch das jetzt. Du darfst aber nur 10 Sekunden laufen. Nur 10 Sekunden? Ja, sonst wird gesperrt. Ah, ihr Moses, ne? Weißt Bescheid, ne? machen wir 15 Sekunden draus, ja? Hier, ich spule mal ein bisschen vor. Das hört man ja ganz gut hier durch das Mikro. Ja, und da bin ich schon. Ich habe so schnell gespult, dass ich dann einfach schon durch bin. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Klassiker. Oh, das habe ich ganz vergessen. Wo ist der Typ? Ich weiß auch, warum du es vergessen hast. Ey, der rappt ohne Scham. So, der schämt sich nicht, ne? Hm? Ist diese Version noch auf dem Album? Nein. Oh. Ja klar, das ist doch mit Video, mein Freund. Ja genau, hm? Aber die haben ja oft für Videoversionen andere noch so ein, die haben dieses Remix. Ja, aber jetzt ernsthafte Frage, also, habt ihr nochmal das gehört in dem Slang, das einer gerappt hat? Ozzy Rap. Ja. Die haben auch eigentlich so normal Hochdeutsch immer gerappt, ne? Eigentlich schon. Gibt's eigentlich schon Ozzy Rapper? Oder so Schweizerdeutsch? Ja klar, so Joe Willer und so Leute. Ja, die rappen aus dem Osten, die rappen aber alle hoch. Rappt Joe Willer noch? Oder macht er nur Haudegen? Der rappt jetzt sogar wieder. Ich habe da gehört, hier, der Timey hat mir erzählt, der rappt noch. Die sind da in intensiven Kontakt. Aber er muss ja auch schon ein gewisses Alter erreicht haben, oder? Ja. Obwohl, der ist doch eigentlich schnell, so wie wir, oder? Würde ich sagen. Du müsstest so 40 sein. Ja, 40, also noch ganz jung, ja. Ganz frisch aus der Schule raus. Ja. Ne? Gruß an Joe Willer, auf jeden Fall bester Mann. Ne? Wie gesagt, das sind ja auch Deutsche hier. Das heißt, wir sind eine Minderheit. Da brauchst du keinen Diss-Track zu schreiben, aber ansonsten würde ich sagen... Na, wisst ihr Bescheid, ne? Jule Wasabi weiß, wie das aussieht. Aber als natürlich Falk Schacht... Jule Wasabi darauf hingewiesen hat, dass das mit Deso Talk ja natürlich nicht so eine gute Idee war, sowas zu sagen. Da hat sie das natürlich versucht zu erklären, was dann ein bisschen schwieriger ausgefallen ist. Hier. Es ist doch, hättest du mich erklären lassen? Ja, macht Sinn. Also, ja, klar. Klingt ja. Nachvollziehbar. Redet ein bisschen wie ich. Danach war das Ding klar und hat der Timey gesagt. Boah, richtige so. Pädophilenlache. Ja, hier, noch einmal. Ey, das ist doch geil, Alter. Ja, wie findet ihr hier mein diese Nippel, wie bei Rap, ne? Wie bei dir. Ja, ich finde das geil. Ne, hier. Okay. Ja, da funktioniert aber... Da hat aber der... Da hat der... Was? Nochmal. Einfach nur disgusting. Was? Hier kannst du auch mal ausprobieren, wenn ja, du klar, willst. Ja, klar, ich bin jetzt nicht ihm so.
Auch immer. Auf einmal, einmal Hartings. Ah, Tour in Hessen. Genau. Hessen, hier, Hessen? Shayan, da kommst du auch her. Shayan und Twin haben wir ja sehr viel gemeinsam. Genau. Ist eigentlich praktisch der gleiche Typ. Ja. Groß an Twin, also du bist Grüße auch hier verewigt. Geht raus an Hessen, ja. Groß an Twin, wo ich niemals der wahrscheinlich werde. Größer ist als ich. Aber du hast hier schon was ganz aufgebaut, ne? Ja, ne? Auf Liebe im Detail. Das hier, da habe ich auch ein schönes Geschenk bekommen von Tidal, hier für mein 1998. Ne? Wunderbar, ne? Das heißt Tidal, du bist Tidal, auch Tidal. Tidal, ja, ich bin ja nicht so ne, in dieser digitalen Welt unterwegs wie ihr. Ne? Und da meine Flatrate auch abgelaufen ist, bin ich natürlich auch froh, dass ich... Da bin ich froh, dass ich den Player wenigstens in Hardware immer mit dabei habe und dann abends nochmal mein Album abspielen kann. Ja, und da ist meine Box. Die konntest du dir ja nicht leisten, aber die waren leider schon ausverkauft, sonst hätte ich dir eine geschenkt. Ich habe da was im Internet ja gefunden von dir hier, ADAC, da hast du ja gute Connection dazu. Mit, also, jetzt muss ich das schon, komm ich schon wieder auf dieses Thema. Ja, irgendwann, das ist ja wie mit dem Allmann-Thema, da wird das halt natürlich ausgeschlachtet. Und da das Allmann-Thema natürlich auch super harmoniert mit dieser Thematik, weil quasi hat man mich ja versucht, zu diesem ADAC-Mitarbeiter zu machen. Genau, weil ADAC? ADAC, ne? Ja, genau, hat ja. Ich finde einfach, dass das per se was mit Hitler zu tun hat. Genau. Ja, ja, erzähl mal, was ist denn daraus geworden? Ja, also, war ja der Neffe von dem. Das war der Neffe vom Adolf. Also erstmal müssen die Leute wissen, was ist da gewesen. Also, erzähl mal. Wurde doch von einem Allmann angefeindet, ne? Genau, ich wurde angefeindet aufgrund meiner Frisur und ja, was soll ich sagen? Das war, ich bin jetzt nicht. Nenn das Kind nicht rot werden. Sag es. Ja, es nennt das Kind. Ich hab dich gehasst, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Ja, genau, das war hässliche Diskriminierung. Ey, ich musste abgeschleppt werden, also mein Wagen hatte eine Panne und dann kriege ich eigentlich einen Ersatzwagen, das ist ja so in dem Vertrag dann drin. Und dann wollte der Typ, der ein Subunternehmen für Sixt ist, wollte mir den Wagen nicht ausstellen aufgrund meines ethnischen Backgrounds. Und dann habe ich gesagt, Junge, bist du Jeck? Hier ist der waschechte Deutsche, ne? Und das hat keinerlei Vorgeschichte gehabt? Also der ist einfach rausgekommen und hat gesagt, du siehst scheiße aus und du kriegst von mir kein Auto. Ich habe mich ja immer, guck mal, ich hasse das ja, wenn man immer so direkt diese Opferrolle einnimmt. So, oh nee, das ist nur, weil ich so bin und so bin. Ich bin ja null so. Ich kann mich sogar erinnern, ich bin da reingefahren, ich hatte ja einen Auftritt da. Ich bin reingefahren in diese Ortschaft und da hangen überall bei dem ADAC-Auftritt? Ja, genau. Da hangen überall so NPD-Plakate. AfD-Plakate. Okay. Hangen überall. Und dann habe ich sogar noch gehört, dass die da die höchste Quote hatten von Wählern. Und ich habe mich noch lustig gemacht, meinem Kollegen. Ich so, boah, geil, guck mal, hier hängen überall AfD-Plakate. Geil, Alter, mein Ort und so. Ich habe noch so voll Jobs. Die Deutschen. Drauf. Ja, die Deutschen, so hilf ich mich wohl. Und dann habe ich das da und dann wollte er mir kein Auto. Dann ist das natürlich so komplett eskaliert. Da ist man seinen Schock seines Lebens bekommen. Der ist gut behütet da in Thüringen. Ja. In gutem Dorf, hat sich ein gutes Haus da geleistet. Und dann sieht er so ein... Ja, du weißt ja, was ich meine. Ja, der Grund, warum er weggezogen ist, ja, eigentlich aus Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich. Und dann hat er gesagt, krass, jetzt verfolgen die mich bis hier. Genau. Ja. Und dann hat sich einfach nicht mehr quitt. Ja, und dann hat er seine Thüringer Bratwurst mit seinem Sauerkraut gegessen. Ja. Dann schellt's dann an der Tür, ne? Und dann sitzt da... Déjà-vu, Trauma. Und sagt, ey, krass, die können ja nicht nur schwimmen, die können ja auch laufen. Die können ja nicht nur schwimmen. Und dann hat er den gesehen. Dann ist ihm mal direkt mal das Herz in die Hose gerutscht. Da hat er noch Amjad gesehen. Ja. Ich sag, ich verstehe den Mann, ja. Weil nachts um 2 Uhr, wenn da jetzt so einer klingelt, da würde ich auch die Jalousien erstmal schließen. Ey, aber Sixt hat angerufen bei dir. So. Da würde ich auch mich erstmal erschrecken. Mhm. Und ich habe ja dann nachts mit ihm geschrieben, ich habe ihn ja angerufen dreimal und habe gesagt, ey Schein, ich kann gerade nicht, hier ist die Kacke am Dampf. Und ich denke mir so, ey, der ist in Thüringen, was ist da los, was passiert? Ich habe schon meine Filme. Ja, und dann später kriege ich das Video dann zugesandt, ne? Ja. Was der Amjad dann mal so nebenbei mal heimlich gedreht, was nebenbei auch eine Straftat ist, das darf er eigentlich gar nicht. Wo er dann mitbekommen hat, dass da einer gefilmt hat, dann hat er natürlich die Finger nochmal ganz tief in die Wunde reingesteckt. So, hast du gefilmt? Ja, hör mal, so geht das aber hier nicht. Ist das so wegen meiner Hautfarbe so? Ne? Ich hab dir gar nichts gesagt. Ich hab den Martin Lawrence bei National Security gemacht. Warum bedrohst du mich? Was hab ich dir getan? Die ganzen Beleidigungen, die dir wahrscheinlich vor der Aufnahme gefallen sind mit du Hurensohn, komm raus, schwieg deine Mutter. Ich krieg jetzt den Wagen, ich hab immer angerufen. Ich ruf meine Brüder. So das komplett egal, hat sich drauf, geändert. Ne? So eine Sekunde auf die andere. Aber was ich bestätigen kann, ich kenne jetzt Nisa schon sehr, sehr lange. Ja. Und aus seinem Mund kam noch nie ein Schimpfwort. Mhm. Noch nie. Also ich fluche generell. Also was er mal sagt ist,
das, was du eigentlich immer sagst. Ja. Er sagt so, weißt du, was der ist? Das, was immer Cheyenne sagt. Ja. So, das so, aber er hat keine Schimpfwörter in seinem Sprachgebrauch. Er ist ein richtiger Gangster. Wu-Tang. Aber was er hat... AIDS. Das sowieso. Der HIV-Virus. Ja, der HIV-Virus hat ihn geschnappt. Wenn das die Nadja hört, ne? Das wird nicht so gut ausgehen für dich, mein Freund. Da könnte dann doch der ein oder andere Podcast dann auch mal in deine Richtung schießen. Ne? Ist auch noch Frieden. Hoffen wir, dass er nicht ansteckend ist. Wir haben das alle. Ja, das ist doch... Wir kriegen das in die Wiege gelegt. Ja. Am Ende des Tages... AIDS ist doch ohne Verschwörung. Nadja lebt, Magic Johnson lebt, Charlie Sheen lebt. Wo sind die AIDS doch? Ja. Wo sind die hin? Mach doch eine Telegram-Gruppe auf. Ja, ich finde, die 31er-Bewegung sollte jetzt kommen, weil jetzt 2020, 21 wird das Frauenjahr. Die hat ja auch schon gestartet irgendwo. Also du bist jetzt nicht, ja, klar, also bist jetzt nicht der Pionier in der Szene. Nee, leider noch nicht. Also ich, da will ich hinkommen, das ist das Ziel für 2021, der größte Verräter Deutschland zu werden. Also du wurdest jetzt inspiriert durch inspiriert durch einige andere. Medien. Durch andere sieht man jetzt ja immer öfters. Du bist nicht der Pionier in dieser Szene. Ich finde, wir sollten das Hashtag Snitching ist cool wieder einführen. Ja. Oder Snitching is back. Ja. Und ich finde das cool, weil, warum denn nicht? Wir haben die Gesetze, warum nicht nutzen? Mhm. Und wie würdest du das so in die Wege leiten? Wie möchtest du andere Künstler dazu animieren, da der Gruppierung beizutreten? Und wie dann würdest vielleicht du ein Teil dessen zu werden? Oder also, was ratest du Newcomern in dem Gebiet? Okay, Newcomer in Snitching. Aufnahmeprinzip ist, du kommst nicht rein, bevor du jemanden verraten hast. Was ratest du? Was bei Deutsch kriegst du? Newcomer-Snitch. Ja, Wenn er sagt, was ratest du? Was rätst du? Ja, was rätst du? Was los, Junge? Tut mir leid. Ja, wir haben ja heute gesagt, dass wir die Rollen tauschen. Ja, das genau. Haben wir den Leuten noch nicht gesagt. Ich bin Nisa, du bist Cashmo. Intelligenz in dir, bei mir ein bisschen weniger. Jetzt, ne? Und bei uns gibt es ja auch immer, ich glaube, bei uns in der Vereinigung gibt es dann auch so Ranglisten natürlich. Ja, Patches Länge. Halt, ne? Ja, genau. Mega krass gezählt. Ja, genau. Und, ne? Ja, genau. Ja, habt was, ihr auch so einen Führer, so einen Ruf? Was für Abzeichen gibt es denn dann im Ja, wenn du jetzt, klar, wenn du bist ein Pionier, wenn du deinen Vater verrätst oder so. Ja. Dann bist du ganz oben dabei, spielst du mit. Aber so vor allem nicht so Steuerhinterziehung. Ja, genau, du schwärzt deinen Vater an. Ja. Und aber du musst so stolz drauf sein. Ja, du musst stolz sein, da kriegst du so extra Abzeichen. Und so. Ehrenamtlich auch beim Ordnungsamt arbeiten gehört meistens dazu. Dann das ist ja so diese Hangaround-Phase. Genau. Machen auch einige Comedians ehrenamtlich beim Ordnungsamt arbeiten. Ne? Also in deinem Fall dann zum Beispiel immer an den einschlägigen Shisha-Bars mal vorbei. Ja, oder ja, er wurde illegal. Der illegale. Ja, wurde natürlich Insider-Informationen von vorher als V-Mann krass, hast. Krass, wo du krass. Ja immer deine Zeit verbracht hast. Insider-Information. Ne? Also du warst ja dann eine lange Zeit auch undercover unterwegs und hast das ermittelt. Ich bin immer viel in den Shisha-Bars unterwegs, die denken immer so, das ist einer von uns. Ja. Das ist leider wegen meinem Aussehen, denken die das immer. Aber Nisa ist ja noch mal einen Tick schlimmer. Okay. Er ist ja in einem anderen Milieu. Aber hast du da auch schon dazu geraten, da auch der Community beizutreten jetzt? Ja klar, aber bei uns ist das Problem, Snitcher. Das Problem ist, er ist freitags immer beschäftigt und unsere Meetings sind freitags. Okay. Und deswegen müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie arrangieren. Ja, ich weiß nicht, ob diese Bewegung was für mich wäre generell. Wieso? Aber du findest das cool, du lachst ja immer darüber. Ja, ich find's lustig. Aber ich finde auch lustig, wenn einer angefangen hat. Ja, aber du weißt ja, ihr seid Freunde, ja. Aber er muss dem Club treu bleiben. Ja, aber er wird dich snitchen. Ja, hat er schon gesagt, im Podcast. Ja. Ich habe gesagt, wenn ich einen ermorde und ich klingel bei dir, du musst verstecken, sagt er nein. Was würdest du jetzt machen, wenn der Typ von Six jetzt im Club auch bei ihm beitritt? Ja. Das wäre ja dann ein Bruder von ihm. Da gibt es keine Bruderschaft. Doch, die Bruderschaft steht doch über klar, alles. Wir verraten gemeinsam als Brüder. So. Was? Wir verraten gemeinsam als Brüder. Ja. Krass, du würdest mich dann so an den verraten müssen, ne? Ich habe ja meine Regeln im Club. Welche Abzeichen gäbe es denn eigentlich dann noch so alles? Also du willst ja da das ja auf ein neues Level heben, da musst du ja natürlich auch ein bisschen was dabei gedacht haben, wie das dann so alles vonstatten laufen soll. So die Rituale, welche Abzeichen kann man da bekommen? Das Problem ist, ich kann ja nicht... Du bist der absolute Boss, wenn du deinen Nachrichten das Problem ist, ich kann ja mit niemandem darüber reden, weil der wird mich ja sofort verraten bei den anderen. Deswegen muss ich das ein bisschen... Egal, die können gar nicht miteinander reden, weil jeder snitcht jeden. Ja, ja, klar. Du hast kleine Freunde. Ja. Das ist ja unser Ding. Das wurde halt damals im Osten, wurde das halt schon mal ertestet, damals, von der Stasi. Ja, von der Stasi. Ja. Schon stylisch, denn stell mal vor, du würdest deinen eigenen Vater anschwärzen. Mhm. Ja, du bist ein Boss, also. Den kannst du ja überhaupt nicht mehr trauen. Da bist du die ultimative Snitch. Ja. Ja. Du bist so... Wie wird der Club heißen? Sag mal was.
Du würdest schon beitreten. Allein für den Fun-Fact wärst du drin. Ja, so zum Lachen. Ich, würd so, ich bin der vorbeikommt und so lacht. Der wäre der Einzige, auf der sich selbst anscheißen würde. Ja. Und dann ist eine langjährige Haftstrafe antreten müsste. Boah, ich hätte für Haft gar nicht gemacht, Alter. Nur um die Insassen im Knast auch nochmal zu zinken, damit die auch nochmal was länger drin bleiben müssen. Für die Sachen, die die dann illegal undercover da im Hintergrund machen. Die Zinktour 2001. So nenne ich meine Comedy-Tour. Echt? Zinktour. Ja. Genau, es gibt eigentlich was voll Geiles. Wir sind ja heute hier, machen wir das erste Mal Brudi TV. Das nächste Mal Brudi TV wird eine ganz andere Nummer. Da bin ich nämlich auch mit einem Gast und das wird wieder für euch sogar interessant. Das wird kein Reaction-Video, sondern das wird ein Fight. Das wird Cashmo versus Steiger wird kommen. Nein! Ja, Cashmo versus Steiger kommt. Am 16. setzen wir uns zusammen. Kampfsport, oral, aber ich eher im passiven Bereich. Ja. Dann wahrscheinlich. Ich bin noch so ernstig, Idiot. Ich bin so voll interessiert, MMA-Regeln oder Boxen. Nein, also es wird Cashmo vs. Steiger kommen, da ja natürlich auch so ein bisschen, das ist so gekommen, ich habe einen Podcast gesehen, nicht gesehen, gehört. Wo er sich genau, da war nicht, irgendwie der, suboptimal der Mauli, der Steiger, haben sich mit der, wie heißt die nochmal, Juju, sorry, tut mir leid. Wer ist Juju? Juju, die... von Sixten, genau. Sixten. Ah, Juju. Haben die dann... Schöne Grüße an, wie heißt die andere von Sixten? Nura. Nura, ich wollte Nancy sagen, Nura. Erstmal hier, generell Gruß an euch auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat dort ein Podcast stattgefunden mit dieser Dame als Gast und dann hat dann angefangen, das Thema der Allmann wieder eröffnet zu werden. Ja. Und dann hat man natürlich dann ganz schnell gemerkt, dass man das versuchen wollte, in die Richtung zu lenken, gegen mich zu schießen. Man hat da gemerkt, so Steiger und so, die und der andere Kollege da, die sind da so ein bisschen Community-toxic. Hast du sie da angeschrieben, den Steiger? Genau, da kommen wir später zu. Ich glaube, auch, dass der Anlass, der sich stellt. Ruhig so. Blut, Menge Freund, ne? So, da haben wir uns auf jeden Fall, haben sie versucht, das in die negative Richtung irgendwie zu drängen. Da hat natürlich die Dame für den Brudi Partei ergriffen und hat gesagt, ne, finde ich, ist aber eigentlich alles cool so. Dann haben sie versucht, das mit der Frauenfeindlichkeitskarte irgendwie die Dame auf ihre Seite zu ziehen. Ich kenne die Frauenfeindlichkeitskarte, das ist die hier. Genau, die ist da. Ja. Ne? Da ist ein Bild drauf von Wasabi, das ist die Dame, ne? Auf jeden Fall hat das auch nicht gezogen. Dann habe ich natürlich aufgerufen und gesagt, hör mal, warum finden immer diese ganzen Gespräche hinter den Kulissen statt und nicht mit mir? Und dann habe ich natürlich den Steiger mal markiert. Dann habe ich gesagt, hör mal, wie sieht's aus, Markus, so alter Lümmel? Ne? Warum setzen wir uns dann nicht mal zusammen, statt immer nur... Ja, dann habe ich eine E-Mail bekommen, der hat gesagt, ja, ich bin dabei. Okay, eine Frage. Da hat der kleine Fuchs natürlich aber erst mal versucht, das wegen der Entfernung dann irgendwann spät in den Januar zu dribbeln. Da habe ich gesagt, hör mal zu, wenn du nicht halt Geld für den Zugticket hast, ist kein Problem, ich komme halben Weg dir entgegen, treffen wir uns in Hannover bei Davut von Tiefer Straßensound. Da konnte er natürlich dann nicht mehr Nein sagen. Ich habe auch gesagt, hör mal, ich kann dir auch eine Monatskarte rüberflanken. Also wenn es daran liegt, ist das nicht das Problem. Ne? Das ist so geil. Also ich hab da gute Connections. Ne? Weil, das ist so eng. Weil die Kontakte, die ich habe, das habe ich euch nicht erzählt, das sind die, die ihm auch eine E-Mail mal geschrieben haben. Ja. Die Busfahrer-Community. Die Busfahrer-Community. Ich habe seitdem Angst, dass ich überfahren werde. Genau. So, da habe ich natürlich den einen oder anderen Ass im Ärmel. Man muss aber dem Anerkennung geben, dass er im Gegensatz zu den anderen sich stellt. Ja, das auf jeden Fall. Ich gebe da auf jeden Fall mega Respekt vor und ich bin echt gespannt. Also am 16. lassen wir dann mal die Korken krachen. Ja. Und, aber bist du verbal gewappnet? Ach, ich bin verbal gewappnet, ich bin auch genital gewappnet, also eigentlich in jeglicher Form gewappnet. Lässt du auch diesen Schwabusi Verfanta ein? Ja, die haben sich ja mittlerweile alle irgendwo verkrochen. Also von denen kriegt man ja irgendwie... Wie findest du diese Namensversion? Wie war der jetzt? Schwabusi Verfanta. Ja, ungefähr so, ja. Ja, der Steiger möchte ja in deren Namen erstmal sprechen und versuchen da vielleicht ein bisschen so die Wogen zu glätten. Gucken wir mal, ob er das schafft. Ich gehe da eher weniger von aber aus. Aber Steiger ist schon nicht auf den Kopf oder auf den Mund gefallen. Ja. Das ist eine wichtige Debatte auch. Jetzt finde ernsthaft. Ich finde das auch sehr gut. Das ist echt eine wichtige Günther Debatte. Günter Jauch wird auch da sein und wird das dann moderieren zusammen mit Davut von TV Straßensound natürlich. Die wollen da auch ein bisschen Kollabo machen. Warum heißt eigentlich Davut und nicht David? Weil er Iraner ist. Ja. Ist er Iraner? Ja. Schöne Grüße, mein Landsmann. Heiratet ihn doch. Davut, bester Mann. Ne? Muss man mal ganz klar sagen.
einer der stabilsten Leute im Deutschrap-Game, Kosmos. Schon mal kennengelernt, persönlich? Kosmos? Ja, nicht den Kosmos, den Davut. Ach so, den Davut. Den Kosmos habe ich kennengelernt. Davut habe ich kennengelernt, damals auf der Shirin David Release-Party oder Geburtstag? Release-Party, genau. Mhm. Da habe ich den kennengelernt. Da haben wir uns mal auf der Toilette getroffen, so wie es gehört. Ja, beim Koksen. Beim Koksen, ne. Oder bei anderen Sachen. Nein, niemals. Beim Händewaschen, wie, ja. So wie es gehört, ne. Mhm. Da haben wir uns mal getroffen, mal kurz geschnackert. Aber sonst eigentlich nichts. Oder doch, auf dem Teppich nochmal, ne, wo wir da lang gelaufen ist. Mit Aladdin, wo er da vorbeigeflogen genau, ist. Genau, genau. So wie es immer ausgehört. Hast du gesagt, hey, hast du gesagt, ich fahre nach Hause, wie fliegst du mit? Da hat er gesagt, ja, komm, lässt mich in Hannover raus. Dann seid ihr dann da über die Dächer. Der Staat hinweggeglitten. Was machst du, wenn ein Steiger wirklich kommt und sagt, ey, du hast gesagt, du zahlst meine Zugfahrt? Hey, kein Problem. Ich bezahle ihm auch gerne noch eine Zugfahrt zum nächsten Interview, womit ich nichts zu tun habe. Das ist doch, da hat der Brudi doch, da hat der Brudi doch ganz klar die Spendierhosen an. Da lasse ich mich doch nicht lumpen. Und ey, um auch so ein Hip-Hop-Urgestein finanziell zu fördern, da würde ich auch den einen oder anderen Goldschmuck von mir verkaufen. Das ist ja, aber das ist ja so. Ich feier das auch. Ne? Das ist ein älterer Mann, ne? Jetzt auch schon ein bisschen, ne? Also da der Bandscheibenvorfall und diese ganzen Sachen, die treten ja langsam auch in Kraft. Das heißt, man hat auch nicht mehr so die Möglichkeit, schwarz hier und da ein bisschen Geld zu verdienen. Und mit der Hip-Hop-Szene hat es ja auch nicht so geklappt, ne? Da gibt man hier und da mal ein bisschen, kommt mal ein Kommentar oder so. Man muss zurückgeben. Ja, deswegen, weil wir sind der Vorreiter. Du willst nicht diese Mucke machen. Man muss, der Royal Bunker nicht. Der hat mir den Weg zur Frauenfeindlichkeit eröffnet. Mit den Summer Releases. Genau. Ne? So, deswegen also. Die waren ja richtig asozial damals. Ja, also das wird von mir gefördert. Da braucht der Steiger auf jeden Fall in Zukunft keine Angst zu haben, dass es da mal irgendwie an einen finanziellen Engpass geraten wird. Also. Das klären wir dann hier bei Rapperhaus Prinzip. Dafür bauen wir ja das Label auf. Und ja. Science jetzt, Cheyenne? Guck mal, wie korrekt der ist. Cheyenne. Ja, der hat aber noch zu wenige Abzeichen in der Zinker-Gang. Ja, in den 31ern. Das muss ich beweisen. Wie heißt der Club eigentlich? Oder der Clan? Weiß ich nicht. Hast du einen Namen? Hast du einen Namen? Wir sind ja noch bei der Gründung. Ich würde dir gerne einen Namen klauen. Das wäre so das Geile. Ich kann gerade überlegen, wie könnte man das nennen? Deutschrap-Szene. Wenn jetzt Schwawusi Cantanta. Nee, der arme Alter. Bei uns Presi wäre, würdest du da mit reinkommen? Ja, wäre halt natürlich ein der Mega 31er. Ne? Also das ist wirklich das ist schon 0,5%er. Ne? Also der ist der OG in der Szene. Der OG? Der ist halt, den kannst du da ja kaum schlagen. Also da wird auch wahrscheinlich in der Presi-Hierarchie auch da kaum noch einer drankommen in naher Zukunft. Ne? So. Krass. Ja. Das und ist so ein scheiß Klasse. Vor allen Dingen auch. Das ist geil. Das Clubhaus in der Küche halt, ne? Wo man sich am Abend dann immer mal trifft. Das hat er übrigens seit der Folge gegen mich nie wieder verlassen, weil er dann vor jedem Schatten Angst hatte, der dann in den Straßen entlang gegangen ist. Ne? Wie oft er sich da vor seinem eigenen Bein erschrocken hat, wenn er dann in die Ecke gegangen ist und den Schatten der Laterne gesehen hat. Da hat er auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen Quipwalk hingelegt in der Seitengasse. Ne? So passiert das. Ja, ich sehe das. Du hast den Groove schon drauf. Ja, da, man merkt, du hast schon ein bisschen öfters mit den Kollegen abgehangen. Ja, deine Tänzerhüfte. Ja, ich habe den Rhythm. Der Rhythm. Ich habe mal eine Frage. Brudi TV, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn jetzt, wir sind ja eigentlich Comedians. Ne? Da gibt es gar nichts zum Vorstellen. Ja. Scheiße labern und raus damit. Ja, aber warte mal. Hat ja bei euch auch funktioniert. Da habe ich gesagt, hey, da verdiene ich mir doch auch mal eine goldene Nase. Ja, klar. Ne? Wir in Zug aufs Spiel. Das ist wie mit dem Shisha-Tabak, verstehst du? Genau, jeder Rapper bringt einen Shisha-Tabak raus, dann bringt der andere eigentlich auch einen raus. Ja. Verstehst du? Was mit dir? Ja. Brudi-Tabak. Nee, ich habe gesagt, ich werde da in der Comedian-Szene mal versuchen, da wie ein Komet einzuschlagen. Ja, aber du bist sehr lustig. Also guck mal, ich sag ehrlich, ne? Es gibt. Also ich bin ja bekannt dafür, die Leute fordern das auch von mir, dass immer, wo ich bin, muss ich verbrannte Erde hinterlassen, ich muss immer am meisten reden. Du bist einer vielleicht von zwei, drei Menschen, die ich kenne, wo ich sage, ey, ich will gar nicht sagen, ich will keinen roasten, ich will einfach keine Sprüche mehr, ich will sitzen und das einfach genießen und den so locken, dass der gezwungen ist, die Sache zu sagen, weil das für mich eine geile Art Humor ist und du bist eh lustiger als 90% der deutschen Comedy-Szene. Der kennt immer die Rutschverhältnisse, der fließt. Genau, da bin ich, ich würde auch den Anstaltsleiter der JVA Siegburg einladen noch und damals nochmal sagen wir mal zu. Da mit dem Umschluss da bei dem einen oder anderen Mal, wo ich Popshop bekomme, da war nicht okay. Dann könnte man das alles nochmal Popshop. Was ist Popshop? Popshop ist im... Das ist also... Erklär du's. Alter Knasti.
Du Ex-Knacki, erklär. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Anzeige gehabt, ich bin schwarz gefahren. Aber Popshop, denke ich, bedeutet was auf dem Popo. Was? Ja. Wie sind so ein Popkratzer. Aber das ist das, wo du immer in der Stadt gehst, an den einschlägigen Geschäften, in den Popshop. Aber davon reden wir natürlich nicht. Ne? Da wurde dann schon mal... Was ist denn ein Popshop? Popshop ist zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel das Rutschverhältnis der Fliesen in der Dusche getestet hast und ein Wärter hat das jetzt mitbekommen ne, und der eine hat dann die eine oder andere Schürfwunde davon getragen. Oder einer oder der bei dem du es getestet hast, genau. Hat seiner Gruppierung. Genau, da kriegt man Popshop. Da kriegt aber der von der 31er-Clan kriegt Popshop, aber auch der... Das ist fair. Der Attackierende bekommt auch Popshop. Das ist aber fair. Ja, da kriegen halt beide Popshop. Aber warum macht er das dann? Popshop heißt dann, es gibt keinen Umstoß, keine Vergünstigung und... aber das wäre ein scheiß System für meine Gruppierung. Weil dann wäre der ja immer weg. Wir brauchen ja Zeugenschutz. Deine Gruppierung ist der Grund, warum so viel Popshop ja verteilt wird im Knast. Also machen eigentlich was Gutes. Ja, klar. Ihr habt nämlich dann alle Vorzüge... Also das ist halt so, das ist so der Letzte überlebt. Wer schafft der letzte Zinker zu bleiben? Auf dem Knastflur. Also Royal Rumble. Ist original Royal Rumble. Royal Rumble der 31er. Der letzte Zinker-Samurai. Irgendwann ist man halt alleine auf dem Freistundenhof. Ne? Und dann hast du halt ganz viel dich alleine. Royal Rumble. Ja, ist so. Genauso kann man sich das vorstellen. Ja, ne? Dass man wie Yokozuna dann in den Sarg gerollt wird, wie bei dem Kampf mit dem Undertaker. Das waren noch die Zeiten, meine Damen und Herren. Die WWF damals. Wenn ich mal kurz reingrätschen darf, wenn wir schon in einem anderen wunderbaren Brudi-TV-Format sind, natürlich mit Millionen Zuschauern, demnächst, wenn die online kommt, würde ich gerne mal vor Cashmo natürlich fragen und von der ganzen Entourage. Gibt es deutsche Comedians, die lustig sind? Ja, Cashmo, was sagst du? Der kennt sich doch nicht aus. Ich kenne mich da ehrlich gesagt so mit der Szene nicht aus. War Stefan Rapp ein Comedian? Nee. War Entertainer. Entertainer. Ja. Der war für mich der lustigste Mensch der Welt. Ja, auf jeden Fall. Bin ich voll mit dir. Ich auch. Ja. Okay. Dann deswegen auch hier. Der hat mich natürlich auch sehr inspiriert. Diese Profis. Ja, immer. Ja, hier mit dem Internet und so. Das ist immer alles hier. Das ist alles. Ne? Der hat immer, auf jeden Fall hat der immer dafür gesorgt, das hier, dass ich das immer gemacht habe. Ja, dass die sich peinlich alles klar. Alles klar. Machst du eine Grille rein? So hast du eine Grille. Super. So, jetzt geht's aber los. Hier, der hat immer dafür gesorgt. Guck mal, siehst du die Gläser da, Cashmo? Ja, und vor allem siehst du hier bei Nisa, man sieht kaum Gesicht und kaum Übergang vom Pullover zum. Das sieht aus wie eine Einheit. Ne? Man sieht da kaum Gesicht. Und auch, ich finde auch interessant, wie er da auch bewusst Design der Tapete an der Frisur angepasst hat. Guck mal, sieht aus wie von oben, Lisa von oben, das Muster. Ne? Guck mal, ich habe einfach ein Loch im Schädel, hast du gesehen? Ja. Ich schwöre, ich habe einfach ein Loch. Aber... Aber in Wirklichkeit, das muss man aber auch den Leuten natürlich mal sagen, es ist so, Cheyenne ist an Bulimie erkrankt. Das weiß nur gar keiner. Den Ton vom Lachen, den ihr da immer hört, das ist Erbrechen. Also das ist nicht das Original, das schneiden die mal im Nachhinein rein. Es werden sich einige Menschen sagen, ey, warum ich finde das nicht los, es gibt Leute, die wirklich da... In Wirklichkeit hat er da hinten in der Ecke nämlich einen Eimer. Da, man sieht den da unten ganz kurz, dann war er aber wieder weg. So. Der Rest ist alles nachbearbeitet, Ton. Krieg ich für sowas auch einen Shitstorm? Ja, klar. Echt? Ja, warum? Klar. Ja, die kotzen dich jetzt alle an. Echt? Ja. Aber die kotzen mich auch alle an. Stark. So, was willst du machen? Klar, du kannst sowas nicht sagen, Cashmo. Ich finde das unter aller Sau. Ja, finde ich in Ordnung. Das ist seitdem ich hier mit dem Nisa zu tun habe, so, weißt du, da hat so mein ganzes Niveau ist einfach in den Keller gewandert. Ja, ja. So. Und alles geht nach hinten, wie dein Haaren so ziehen. Ja, weißt Bescheid, ne? Geht nach hinten. Deiner geht ja nach vorne, weil es dein Gesicht nicht mehr zu sehen, aber das könnte vom Vorteil sein. Das ist aber das Gute, ne? Ist, kannst du in diesen Ecken parken, Alter? Hier? Ja, klar. Aber wie lange wirst du daran festhalten? Aber da kann ich aber leider nur mit deinem Fahrzeug parken, weil ich habe Feier in der Regel große Fahrzeuge. Ja, genau, damit du das kompensierst. Wie lange wirst du daran festhalten hier?
Woran das festhalten? Geht dir, also den Anschein erwecken, dass das eine Frisur ist. Weil das ja? geht dir immer hier weiter zurück. Weil salutierst du so, Bruder, mit den Garten. Ja, ich muss ja versuchen, ja auch optisch dem gerecht zu werden, was die Leute mir unterstellen. Und die haben in der Regel nicht viel Haare. Oh! Ne, verstehst du? So, dann fange ich halt natürlich langsam. Ich muss auch wie ein Chamäleon versuchen, aber in beide Welten noch Zutritt zu haben. Verstehst du? So kann ich mir das immer aussuchen, ne, von welcher Seite ich mich präsentieren möchte. Ne? Das ist gut. So ist das. Ne? Alter, wenn man so wie von ist das, vorne wie ist das, guckt, wie sieht so aus wie ein Pfeil. Aber wie ist das eigentlich, wenn man abends dann die Joggenhose auszieht und das Schamhaar immer noch da drin hängen bleibt? Das wird wahrscheinlich genauso lang sein. Ich habe gar kein Shirt an. Ja? Ich habe nur meine Arme bis hier abrasiert, ja? damit ja? das so den Anschein erweckt, ich hätte ein schwarzes Shirt. Das ist mein Oberzeug, das bin ich. Ich habe einfach bis hier abrasiert. Das heißt, wir reden hier vom geglätteten Brusthaar. Ja, genau. Das hat doch deswegen, in Wirklichkeit ist er auch deswegen zu spät gekommen. Warum gehst du wieder ans Handy? Weil ich will dir was zeigen, dem Cashmo. Also mal, es wird wahrscheinlich wieder ein Bild rausgesucht von Carvus Calantus. Das hat man dann immer gesehen in der Folge bei Die Deutschen. Da wurde dann der ein oder andere Mal, wurde mir dann mal so ein Bild gezeigt. Ne? Der ist so ekelhaft. Aber ja. Das darfst du jetzt nicht verraten, was ich dir zeige, ja? Ja. Dann wird er doch, hat er doch jetzt auch. Der will echt in deine Gruppierung. Da kann ich nicht die Kamera sehen. Ja, warte, ich zeig euch mal. Ich brauch's nochmal, auf Lunge, komm. Warte, jetzt ist weg. Da. Warte mal, hier. Ich hasse dich. Ja, ja, doch. Das passt. Das ist das beste Bild. In aggressiv halt. In dem Moment, also so sieht er dann halt aus, wenn du ihn weggezinkt hast mit deiner neuen Gang. Ja. Ja. So guckt er dann. So schickt er dann eine Nachricht, weil er sauer ist. Ne? Das schade, dass wir das der Community nicht zeigen konnten. Ja, es geht nicht. Und ey, ich weiß, wie die Leute gucken. Das ist einfach. Das ist eigentlich so. Aber wie lange hast du darauf geschaut, dass du das endlich mal gesagt hast? Was denn? Mit der Frisur. Das hat dir ja schon länger auf dem Herzen gebrannt. Ja. Das merkt man, ich kenne dich das ja. Das ist aber hier nicht für der Folge, der ist ja permanent auf meinem Instagram unterwegs. Das ist halt so wie so ein Lego. Zoomt halt immer wieder die Bilder ran. Ein Lego, wa? Ja? So, da sind wir wieder. Er hat sich wieder beruhigt, da waren wir mal wieder kurz zur Aussetzung. Mach das doch mit dem Hessen. Ich muss dieses Hessen-Feeling wieder kriegen. Ich bin Hesse. Sieht ja voll. Vor allen Dingen auch. Immer diese Bilder, die Leute nicht sehen. Ja, das ist das Geile. Können, ne? Ja, da ist das. Pack also, die nächste Box. Ja. Die Bilder, mach ich. Die wir so gezeigt haben, das ist offiziell wie die Leute. Also die Brudis da draußen, sind es die Brudis eigentlich? Das sind die Brudis, das sind die Allmanns. Ja. Die Allmanns, ja. Ja. Also ich bin raus. Ich hab gut gelacht, ja, ich bin auch raus. Ich bin auch raus. Das hat mich auf jeden Fall gekillt. Ach, Bruder. Oh. Wie lange filmen wir schon? Aber der hat jetzt tatsächlich aber anderthalb Stunden überlegt, wie kann er auf den Friesen des Kanton. Nein, du hast jetzt die Friese erwähnt, dann fiel mir das ein, dass ich dachte, wow, das ist ja... Aber da merkst du schon, wie verzögert die Information da ankommt. Nein. Vor einer Stunde habe ich was über seine Frisur gesagt. Jetzt habe ich reagiert. Jetzt habe ich erst reagiert. Aber es kam einfach nicht an, verstehst du? Weil er war in den Gedanken noch in der Heimat. Er war noch auf dem Wasser unterwegs gerade. Zusammen mit Wilson, erkennst ist er mit dem Ball, ist er dann über... Kennst du den Cashmo? Wer? Ja, der Lego. So ein Warmblüter, hab ich mir gedacht. Ja, ne? Ich bin der T-Rex der Deutschrap-Szene. Ja, du kannst die Flaschen öffnen. Geht er dir schön so nach vorne, sagst du? Ja, aber ich finde das... ich muss hier in die Ecke nicht gedreht werden. Muss ich das Boah, ich mache mir immer leicht Gedanken, ob es dir vielleicht das Nasenbein noch an der Tischplatte bricht, wenn du immer so nach vorne... ne? Ich breche mir selber die Nase. Ja. Hast du Kevin allein zu Hause gesehen? Ja, natürlich. Kennst du den noch?
Der Einbrecher. Ja, der Einbrecher. Der Einbrecher. Aber, kennst du diese Stelle? Mit dem Bügeleisen im Gesicht oder sowas war das, ja, ne? Ja, genau der. Ja. Kennst du diese Stelle? Den so Abdruck sieht man ja heute noch. Wenn kriegt, dann so. Ah! So, dann schreit das so. Boah, das wird beim Ton nicht mehr korrigierbar sein. Doch, klar kann man das korrigieren. Ich denke auch nicht mehr, dass das korrigierbar jetzt übersteuert, wie das Schiff damals, wo du herkommst. Genau. Wieso gehst du davon aus? Übersteuert, eine Punchline. Ja. Hip-Hop ist da, also auf jeden Fall. Schein, der Deal bei Rapper aus Prinzip, dem steht nichts mehr im Wege. Ja. Ne? Endlich mal jemanden im Label, der auch Punchlines bringen kann. Ich versuche das Timing jeden Tag einzureden. Hör mal, schreibt da nochmal was Vernünftiges. Er kriegt es einfach nicht hin. Ebenfalls mit Jascha, der permanent nur am Nachtflug in Diamonds rumhängt, statt mal einen Text zu schreiben. Und, wer ist Jascha? Ist der hier heute? Tiski hat noch. Ich finde es schön, wie du so dein Label aufbaust und die Jungs unterstützt. Das ist halt so. Man muss die Jungs unterstützen. Muss Kind beim Namen nennen. Fördern, pushen. Ja, wo ist der Jascha? Wer ist das hier, der Jascha? Nee, deswegen habe ich euch auch eingeladen, also vor allem nur dich, um zu sagen: Hey, ihr habt doch noch eine geistige Überlegenheit. Ja. Geht ran ans Mike, schreibt was, macht was. Ne? Macht was aus euch, um denen zu zeigen, wo man landen kann. Ne? Also, wie es werden kann. So kannst du sagen: Guck mal, hier bin ich. Wenn du jetzt Gas gibst, dann wirst du ich. Wenn nicht, dann da. Ne? Du sollst Toast nennen. Ja? Kennst du, der alles der Leguan-Züchter. Die Leguan, wenn die den sehen, so. Aber du könntest auf jeden Fall bei Mike Tyson aber auch in seine Community hast einsteigen. Hast du gesehen? Für die Taubenzucht. Die könnten ein Nest bei ihm dann da bauen, da oben. Ne? 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 Da findet auf jeden Fall noch das eine oder andere. Da findet noch das ein oder andere Altplatz. Ich kann diesen einen spielen bei John Wick, der mit den Tauben war, der Lawrence Fishburne, die kommen ja dann so angeflogen. Die kommen doch so bei mir sowieso angeflogen. Echt? Ja. Wenn du so einen Affen holen würdest, warst du beim Park, der würde so meinen Haaren wühlen, der würde so alles rausholen. So Schaufel, Reifen. Ja, das ist halt so, man sagt ja, also man könnte ja auch eigentlich bei mir sagen, passt so wie viel heißt die Frisur, die Corona-Frisur. Ja. Ne? Ja. Weil die auch wie eine Krone der, aufgebaut ist. Der kann ja auch genau nicht im Park chillen. Der Virus. Also guck mal, nicht, dass er nur berühmt ist und nicht ohne, dass er erkannt wird, rumlaufen kann, sondern er kann ja auch nicht in einem schönen Park auf einer Wiese chillen. Ja, aber dafür kann er am Frankfurter Bahnhofsviertel chillen und wird halt als Einheimischer in der Taunusstraße angesehen. Also vor allen Dingen in den Seitenstraßen. Ja, ja. Da ist kann er bekannt. Schon mal noch den einen oder anderen Crack Rocks auf jeden Fall da. Crack Rocks? Kann oder? Er sich da ergattern. Ne? Ja, ohne dann jetzt klar. Nebenan im Gewerbe da irgendwie. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also wenn er dich jetzt einladen würde, ja. Der Nisa. Wohin denn? Nisa. Der hat doch gar keinen Wohnsitz. Jetzt legen wir nach Mario. Wo lädst du mich denn ein? Okay, guck mal. Legoland. Legoland, nein, so Legoland. Boah, ich kann nicht mehr, ich schwöre. Ich bin durch heute. Also du lädst mich ein ins Legoland. Nein, nicht ins Legoland. Also, das habe ich ja nicht gesagt, das hat er ja behauptet. Ja. Ne? Ja, klar. Ja, Legoland. Nee, ich guck mal. Du warst ja schon bei uns, jetzt waren wir bei dir. Und, Würdest du den Allmann für so eine nordafrikanische Tour einladen, für 2 Wochen? Ja, ich will ihn ja nicht verschrecken. Also vom Gehänge her passe ich da gut hin. Ja, aber ich... Da muss man die Frisur hier und da mal ein bisschen kompensieren. Ja, ja, also genau. Ein bisschen stutzen. Ein bisschen stutzen, die Frisur. Das ist das. Also ich könnte da auf jeden Fall der neue Gottvater werden, was das angeht. Man könnte auch hier so Nussecken anlegen. Nussecken? Ja, stimmt. Oder ein Papierflieger, den kann man dann auch, der landet dann hier, in der Ecke drinnen. Vorne die Nase halt. Der ne? Hangar. Der Hangar, Alter. Ja, das ist genau, das ist der Hangar. Boah, wo ist dieser Jascha erstmal? Der Jascha, der ist in Köln, ich sag ja. Ja. Nachflug in Diamonds, hä? Achso, der ist ja auch hinter mir, da ist er. Ah. Das ist der Jascha. Auch, Aachen. Der sieht auch hier ein bisschen aus wie John Wick. Ne, der kommt aus Köln. Da haben wir ja den Timmy hier, dann hat er noch... Ist Timmy Aachener? Nee, der ist auch aus Köln. Und er ist Aachener? Nee, der ist aus Düsseldorf. Yo. Und da ist natürlich der Brudi, ne, auch bekannt aus GTA 5. Ne, da, aber ich habe dich auch immer als Charakter gesehen. Ja, der Charakter kommt erst, wenn du alle Missionen geschafft ja, hast. Das ist der Typ, dem die Villa dann gehört Cash am Ende. Der Leguan. Ne, ja. Und, der Künstler. Ne, also, ich habe das auch ein bisschen mehr so links, aber von der Attraktivität her wollte ich da jetzt nicht den anderen Leuten da den Rang abnehmen und dann ein bisschen beiseite packen, damit nicht der Fokus natürlich die ganze Zeit... auf diesen jungen Herren da ist. Wer hat denn das gemacht, das Bild? Das hat der Jascha machen lassen. Wie viel Bubbles er dafür abdrücken musste an irgendeinem Konsumenten, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind die Bilder angekommen und das so wollten wir es haben. Ja.
Ja, wir können uns das natürlich, wir können uns das natürlich noch nicht so leisten wie ihr, da die Bilder mit Gold, ne, wie ja. euer Kumpel da macht. Ne? Das, so viel Geld haben wir halt noch nicht verdient. Ne? Ach, ja, so. Komm. Und deswegen bin ich auch jetzt enttäuscht, dass ich in der Podcast-Szene auch gar kein Geld verdienen kann. Doch, ne? Du verkaufst dir mehr Platten. Ja. Weil du kannst ja direkt deinen Mann bringen. Ja. Ja. Aber es gibt leider kein Streaming-Geld. Guck mal, wie wir aussehen. Ja, aber, das, aber wie ist das dann für euch so, wenn ihr... Ihr habt ja keine Platten, die ihr verkaufen könnt. Was verkaufst du denn? Was kannst du denn verkaufen? Was kannst du den Leuten denn bieten, was die unbedingt haben wollen? Tickets für die Tour. Tickets für die Tour? Live. Ich bin ein Live-Künstler. Echt? Wann gibt's denn die nächste Tour? Ja. Noch ein bisschen Werbung für dich? Nee, Corona ist vorbei. Ich zieh doch hier hin jetzt. Ja? Hier in den Raum nehmen, Mann. Ich bin noch ein Obdachloser. Also keine Tour? Guck mal, damals sah ich nur aus jetzt wie ein Obdachloser. Jetzt bin ich ein Obdachloser. Ja. Das kommt dir dazu. Das passt. Aber jetzt passt es. Weil damals haben die Obdachlosen mich angesprochen. Ey, Bruder. Wo gibt es hier, sag ich, ey, ich bin keiner von euch. Aber jetzt bin ich einer von denen. Ja, jetzt fragt ihr den, ey Bruder, leider mal aus. Ja. Ich frag die, ob die mir was sagen. Corona-Zeit, du bist ein Live-Künstler leider. Er lebt ja 90% von live. Aber wirklich 2021 nichts? Doch, nix leicht am Donnerstag. Klar, August. Ab Sommer. Ich denke mal, doch, ab Sommer, ab Sommer. Die wollen doch bis März verlängern, habe ich gehört. Was ich jetzt sogar gehört habe, ist. Hardcore-Lockdown erstmal bis zum 10. Januar. Aber so richtigen Hardcore. Das auf jeden Fall. Auch Läden, alles mit Bezug. Ja, ja. Außer in Lebensmittelgeschäften natürlich. Genau. Wann denkst du, wird das kommen? Ja, das kommt wahrscheinlich am 27. Aber ich sag mal so, mit den Tattoo-Geschäften jetzt hier sind wir davon ja. Ich werde davon keinen Unterschied merken. Ich war von zu Hause nachher, wir haben schon die ganze Zeit zu. Aber die anderen so haben ja noch auf. Hardcore-Lockdown, denkst du, die sagen dann auch, du darfst das Haus nicht mehr verlassen, ja, nur zum Essen einkaufen? Ausgangssperre, ab 21 Uhr bis 6 Uhr nicht raus oder so. Ich glaube schon generell, dass die sagen, du darfst nur das Haus verlassen, wenn du Lebensmittel zu dir nehmen willst. Ja, kann sein. Ansonsten, ja, weil wenn du keine Lebensmittel zu dir nimmst, siehst du irgendwann aus wie? Wenn ich keine, ja, wie Carvus Calanta, ist ja klar. Ne? Also das weiß ja jeder. Den hätten wir jetzt gar nicht mehr bringen müssen. Das ist ja klar. Ne? Ob das so ein ne? Fakt ist. Carvus Calanta. Hieß der eigentlich? Wir haben den Namen so verändert mehr, auf dem Weg, dass ich einfach wirklich gar nicht mehr heiß, wie er überhaupt hieß. Ich glaube, Schwabus Verfanta oder so. Carvus Calanta oder so. Ich ne? guck mal, wie der hieß. Taimi? Taimi, du... Komm. Du hast ja noch gestern Abend noch zum Einschlafen gehört, den Podcast. Ja. Das heißt, du sagst es richtig, Carvus Calanta. Carvus Calanta? Sagst es richtig, ja. Ja. So. Tami, bist du schlecht drauf? Nein, bist du. Ja, bist du entspannt? Sehr entspannt. Ja, der ist immer sehr entspannt. Ja, Jungs, was soll ich sagen? Du kannst nicht auf Tour gehen, das heißt, ich kann auch keine Promo für dich machen. Nein. Das ist natürlich schlecht. Ja. Und bei dir, du gehst halt jetzt noch ein bisschen auf der Straße, bist noch ein bisschen unterwegs. Er kann dir ja dann natürlich zeigen, wo du da hingehen kannst. Ja, genau, er zeigt mir die Stellen. Navigationssystem. Er kennt die Ecken ja dann überall. Ja, genau. Ich würde sagen, hier, der Niklas gibt euch da nochmal lecker Küsschen. Danke, Niklas. Dass ihr uns hier besucht habt. Danke, dass ihr hier sein durftet. Ich möchte eine, darf ich rausgehen? Naja, erstmal das hier noch. Ich habe aber was keine. Ne, also wenn du mal wieder im Bahnhofsviertel unterwegs bist, dann kannst du das Besteck mitgeben. Ich will vorher noch sagen, danke, dass wir hier bei der ersten Folge sein durften. Das ist für uns eine Ehre, wirklich. Ja, bei Brudi TV die Ersten sein. Das Ding wird natürlich groß werden. Das wird irgendwann 10 Millionen Follower haben. Und ich glaube, wenn dann die Best-of nach 10 Jahren kommt, sind wir auch in der Folge dabei. Genau, weil wir waren die Ersten. Wir haben die Ersten dabei. Also danke, dass wir hier sein durften. Die Landebahn wird auf jeden Fall im Best-of erwähnt, die du mir da angereimt hast. Zum ersten Mal hat es ein Mensch geschafft, dem Brudi zu fronten, vor einer Kamera, da sieht man mal, welch ein großes Herz ich habe, dass ich nicht verstehen kann, dass so viele Leute dem Brudi dann... Ja, ne? Der Brudi ist korrekt. Ja, mit dem kann man reden, man kann mit dem Spaß haben. Ist halb Mensch, halb Leguan. Ne? Halb Mensch, halb Leguan, so ist es, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Es war super. Erste Folge bei Brudi TV. Ja, wunderbar. Ne? Wunderbar. Da ist die Frise am Start, so wie die sein muss. Wunderbar. So, ich möchte, meine Damen und Herren, das Wort ergreifen, so wie immer. Hier, und erstmal den hier. Bam, bam. Sorry, tut mir leid. Ich möchte mich ganz herzlich bei Cashmo bedanken, dass der uns eingeladen hat. Es war uns eine Ehre. Mach mal Applaus hier. Ja. So. Dann möchte ich natürlich noch anmerken, ich bin immer jemand gewesen, für mich muss das einfach nur witzig sein. Einstellung, Lebensphilosophie, ist alles irrelevant. Ich will einfach lachen. Und deswegen bin ich gerne hingekommen, weil ich finde den Jack hier lustig. Der unterhält mich einfach, was soll ich machen? Der Jack. Ja, ich feiere das. Deswegen abonniert alle Brudi TV. Ja. Ja. Es wird noch den einen oder anderen Gast geben, der natürlich selbstverständlich nicht so cool sein wird wie wir.
Aber ist ja ganz klar. Nach uns kann es ja nur bergab gehen. Der muss jetzt Bud Spencer und Terence Hill einladen. Ja, dann kann er so. Mir wird das dasselbe widerfahren wie bei euch jetzt auf dem Channel, wo ich dann halt da war. Ja, genau, ne? genau. Der genau. Hype und dann, weißt du, der One-Hit-Wonder. Ja, der flacht das ab. Der ja. Deswegen, bei Vanilla Ice, Marky Mark, MC Hammer waren heute alle hier. Abonniert, ja, teilt, geht. Ja, mach mal diese Werbung hier. Ich bin ja nicht so der Profi. Sag mal, ja, genau, diese Glocke, Glocken. Was müssen die machen? Abonniert Brudi TV, drückt auf die Glocke, ja, dann kriegt ihr sofort immer das neueste Video angezeigt, ja. Es wird regelmäßig kommen. Und deabonniert die Deutschen. Deabonniert uns. Aber ich will das kurz anmerken, ja. Weil ich habe vor 2 Tagen mit YouTube England gesprochen, dass mir. Oh, jetzt hier so wieder so aus dem erwähnen. Ärmel schüttelt, dass der so. Ja, aber jetzt muss ich euch mal was sagen. Ich habe vor 2 Tagen was erfahren, was eigentlich sehr logisch ist und keiner daran gedacht hat. Jetzt kommt's. Wir sagen immer, die Leute müssen die Glocke aktivieren. Ja. Aber wir müssen den Leuten auch sagen, aktiviert in den Einstellungen eure Benachrichtigungen bei YouTube, sonst bringt die Glocke gar nichts. Echt? Ja. Das ist uns empfallen, deswegen macht das auch bitte. Ja, macht das. Folgt dem Cashmo auf Instagram, folgt Cashmo auf Facebook, folgt Cashmo auf überall. Folgt ihm, stalkt ihn. Läuft einfach seinem Auto hinterher und guckt, wo der wohnt. Bei YouPorn, ja. Bei UGIS, ja. Bei, wie heißt die ganzen Seiten nochmal? Komm, Julia, du kennst sie doch alle, X-Videos. Ne? Ja? Ja. X-Hamster, ne? Das ist eine deutsche Version. Ja. X-Videos, ja, da hab ich auch einige Profile. Vielen lieben Dank. Folgt dem deutschen Podcast, folgt Cheyenne Garcia. Folgt Nisa auf Instagram. Folgt Timey, folgt Tiski. Folgt Jascha ins Diamonds und ja. Weil unsere Sendung hat halt. Generell was? Ich finde einfach, dass per se was mit Hitler zu tun hat. Das ist doch ein schönes Schlusswort, das kann ich nur unterstreichen und bestätigen. Ja. Ja? In diesem Sinne, möchtest du irgendwas sagen? Ja. Ja. Lernt schwimmen. Ja, ja, obwohl ich noch was. Man weiß nie, wo die Reise hingeht. Ja, ich will noch was. Ich will noch was sagen. Übrigens, das wird er niemals zugeben. Niemals. Aber ich bin Zeuge. Sein Team auch. Aber die werden das natürlich nicht sagen. Cheyenne hat Cashmo eben 2-mal abgezogen beim Kicker. Einmal 10-1 und einmal 10-3, 10-4 sogar. Das ist geil. Meine Damen und Herren, das war's für mich. Vielen lieben Dank. Mach's gut, ciao. Denn er bleibt Brudi. Ein Leben wie im Movie. Der Killer mit der Uzi. Stoppe Kohle in der Blue Jeans. Denn er bleibt Brudi.